war es gleich soweit gewesen. Live-Musik zu machen ist wahrscheinlich der Grund, warum man Musik macht. Und es ist der direkte Weg von uns Künstlerinnen und Künstlern in die Herzen aller, die uns zuhören. Und genau darum geht es, um echte und direkte Emotionen. Mike, freue mich schon so, wenn ich zum Beispiel bei der großartigen Oscar oder beim Herbert Bixner Projekt im Publikum bin und dann träume ich mich so weg und dann habe ich ein kurz Bier in der Hand. Oder wenn ich bei der Volkshilfe oder Pizzeria und Jaus, das ist jetzt dann zum Sprint, da muss man aufs Bier aufpassen. Oder wenn man dann zum Beispiel bei Turbo Bier ist, you see where I went there? Selbsterfüllende Prophezeiung. Aber gut, natürlich gibt es auch, bitte, alkoholfrei und das Kracherl. Aber wisst ihr, als Ghosthouse-Kind muss schauen, dass der Umsatz passt. Ein Traum, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Nicht nominiert in der Kategorie Live-Act des Jahres sind Virologen, Umweltmediziner, Simulationsforscher und all die anderen neuen Rockstars der Wissenschaft. Mit ihrer unermüdlichen Expertise haben sie dafür gesorgt, dass seit dem Sommer wieder viele Konzerte in ganz Österreich über die Bühne gehen konnten. Standing Ovations gebühren ihnen an dieser Stelle aber allemal. Und somit auf wir auf die Bühne und wieder eine ins Leben mit Pizzeria und Jaus, bei deren Konzerten einzig und allein die gute Laune ansteckend war. Ganz safe waren auch Turbobier unterwegs. Vor der Show in der Arena Wien hat Frontman Dr. Marco Pogo in noch nüchternem Zustand sogar höchstpersönlich seine Fans geimpft. Die drei Musikanten von der Volkshilfe konnten auch auf der Bühne endlich wieder zu Viechern mutieren. Die musikalischen Grenzgänger vom Herbert-Pixner-Projekt waren variantenreicher unterwegs als das Virus. Und selbst die leisen Töne von Newcomerin Oscar waren ein lautstarkes Zeichen der wiedergewonnenen Lebensfreude. Fast zwei Jahre lang mussten Musikfans auf dieses schöne Gemeinschaftsgefühl verzichten, das sich meist schon am Weg zur Location einstellt, wenn man mit seinen Freunden loszieht, voll der Vorfreude auf den Live-Act, den man miteinander feiert, losgelöst vom Alltag, gefangen im Moment, aber frei von Sorgen, in Liebe zur Musik und zueinander. Das wollen wir künftig wieder öfters erleben und bitten daher um ganz viele Zugaben. Das sind die Nominierten in der Kategorie Live-Act des Jahres, präsentiert von Ö-Ticket, Volkshilfe, Herbert-Pixner-Projekt, Oscar. Pizzeria und Jaus. Turbo Bier. Und nun begrüßen Sie bitte die Sportfreunde Stiller. Servus, hallo. Schönen guten Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Live-Musik muss immer äußerst laut sein! Oder aber glasklar, ganz sanft und ganz leise. Romantisch, schwitzig, sie soll uns zusammenbringen, besonders. Auf alle Fälle kommt's live immer auf eine hervorragende Performance drauf an. Im optimalen Fall lässt live KünstlerInnen und Publikum verschmelzen. Zum Beispiel so, also wäre mal ein Test. Live! Live is live! Oh, fühlt sich das gut an. Ja, wir haben es alles so vermisst, als es nicht sein durfte. Jeder Einzelne von uns und auch die Gesellschaft für Offenheit und Zusammenhalt. Und wie schön war es, als sich wieder Räume der Freiheit aufgetan haben und wunderbare Künstlerinnen, Bands diese Räume gefüllt haben mit Inspiration, Farbe und der Kraft der Musik und der Kunst. Genau, und diese hier wunderbaren Künstlerinnen, die hier nominiert sind, die können das alle perfekt.
Die begeistern uns, die berauschen uns, die boostern uns. Und es ist einfach nur so wunderbar, jetzt wieder zurück zu sein nach der Pandemie, nach der ganzen Scheiße und sich wieder auf einen herrlichen Festivalsommer, auf schwitzige Konzerte und eine tolle gemeinsame Zeit zu freuen. Und wir wollen jetzt mal die Band vorstellen, die die Kategorie in Live gewonnen hat. Die Gewinnerin der Kategorie Live Act des Jahres sind Pizzerra und Jaus. Schon vor 3 Jahren räumten sie den Preis in der Kategorie Live Act des Jahres ab und auch 2022 sind sie wieder die Bühnenlieblinge. Leider, aber wie könnte es besser passen? Die Herrschaften können leider nicht zugegen sein, weil sie gerade live spielen, aber es gibt eine Grußbotschaft. Einen wunderschönen guten Abend zu wünschen an die wunderschöne österreichische Musiklandschaft hier aus der Salzburg Arena. Genau, wir freuen uns. Ja, ist ganz cool da. Wir haben gerade Soundcheck, ist ganz lässig. wir wollten uns herzlich dafür bedanken, dass wir zum zweiten Mal den Amadeus für Live Act des Jahres gewinnen durften. Danke vielmals. Wir wollen diese Trophäe selbstverständlich unserer Crew widmen, ohne die das unmöglich wäre, das jedes Mal durchzuführen. Das sind die Zahnräder in der Maschinerie, auf die gerne mal vergessen wird. Und ohne die wäre gar nichts möglich. Wir halten euch gar nicht mehr lang auf. Wir wissen, ihr wollt Party machen, gratis tschechern. Deswegen alles, alles Liebe und zurück nach Wien. Dankeschön. Tschüss, super. Gleich bei den Amadeus Austrian Music Awards. Die Preisverleihung in der Kategorie FM4 Award und die Performance der FM4 Award Gewinner. Und in den Amadeus ging der Preis in der Kategorie Electronic Dance an Klangkarussell. Servus. Servus. Vielen, vielen Dank für den Amadeus. Wir wären sehr gern heute bei euch, spielen aber heute in London und morgen in Amsterdam. Das letzte Mal sind wir von Amsterdam gekommen, dieses Mal fahren wir nach Amsterdam. Wir wollen auf jeden Fall Danke sagen, freuen uns sehr über den Preis. Vielen, vielen Dank an alle, die gewartet haben, an unser ganzes Team und alle Leute, die mit uns arbeiten. Danke euch. Voll. Und ein paar sind heute da. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Viel Spaß noch, ja? Haut rein und gute Aftershow. Voll, alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ja, FM4, home to the cool kids. Meine Lieben, es folgt eine Liebeserklärung von mir an euch. Ich liebe FM4. Ich liebe eure Einstellung, ich liebe eure Integrität und den Willen, euch stets weiterzuentwickeln. Und ich liebe eure unstillbare Neugier der österreichischen Musikszene gegenüber. Wenn man von euch gespielt wird, dann wird man nicht nur gehört, sondern man fühlt sich auch gesehen und verstanden. Zumindest geht es mir so. Kurzer Blick in die Geschichte des FM4 Awards zeigt, die Damen und Herren vom sonniggelben Sender haben Antennen für die Trends von morgen. 2014 haben Bilderbuch den FM4 Award gewonnen, 2015 Wanda. Damals waren beide Bands noch in einer überschaubaren Szene unterwegs. Der neugierige Radiosender, stets darauf bedacht, die Stars von morgen schon heute abzubilden, wusste da natürlich schon längst Bescheid. Bilderbuch und Wanda sind unbestritten die momentan erfolgreichsten Bands des Landes. Die 5 Acts, die heuer für einen FM4 Award nominiert sind, dürfen sich also durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine große Karriere machen. Die Headlines auf der Homepage des Senders gehen jedenfalls fix davon aus. Bibica started from the keller, now he's here. Der Wiener Rapper ist musikalisch versiert, motiviert und vielseitig. Die Wiener Indie-Pop-Band Buntspecht ist ein sechsköpfiger Überflieger. Eine grandiose Band am Weg in eine große Zukunft. Kari Kari klingen nach großen cineastischen Ambitionen. Das Indie-Rock-Duo macht zeitlos schöne Musik für Menschen, die es erdig und ungeschliffen mögen.
Elli Preis mischt mit deutschsprachigem R&B die heimische Szene auf. Die Wiener Rapperin wird auch in Zukunft noch viel von sich hören machen. Granada sind in der Blüte ihres Lebens angekommen, auch musikalisch. Die Grazer Neo-Austro-Pop-Band mit Feelgood-Garantie liefert einen Hit nach dem anderen. Die Chance, dass der Prognosetrick aufs Neue aufgeht, steht unter einem guten Stern. Hat FM4 mit der Vergabe des Amadeus doch bereits mehrfach Lauscher für die Überflieger von morgen bewiesen. Das sind die Top 5 Nominierungen in der Kategorie FM4 Award. Vergessen, ich will die Zeit vergessen, ey. Ibiza. Nütz mich, verwend mich, strahl durch Buntspeck. Hauptsache ist, ich sehe. Kari Kari. Seh die Grübchen, meine Locken und den Body. Elli Preis. Ich bin kein Dummy. Alte Szene hier in Bobby. Du, wollen wir keinen Namen? Ein schwarzer Kopf. Granada. Was er kann, bist du, bist du. Bitte begrüßen Sie die FM4 Award Vorjahresgewinner Hearts Hearts. Das Schöne am FM4 Award beim Amadeus ist, dass man als glücklicher Gewinner gleich zweimal auf die Bühne darf und damit auch zweimal die Möglichkeit hat, FM4 Danke zu sagen. Ohne den Sender würde die österreichische Musiklandschaft mit Sicherheit ganz anders ausschauen. Wir trauen uns das so absolut zu sagen. Applaus. Aber viel mehr noch, FM4 ist ein zentraler gesellschaftspolitischer Solidarisierer und Aufrüttler. Egal, ob es um das Grauen geht, das derzeit in der Ukraine stattfindet, oder um zentrale politische Themen, wie zum Beispiel die Klimakrise, von der wir alle wissen, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen, ist ohne ein radikales Umdenken der politischen EntscheidungsträgerInnen nicht zu einer Lösung führen kann. There's no music on a dead planet. There's no music on a dead planet, das wissen wir, das weiß FM4 und das wissen auch die GewinnerInnen 2022. Der FM4 Award 2022 geht an Kari Kari. Applaus